Vielen Dank, Herr Premierminister. Ich würde gern den Fall von Grigori Petrenko und seiner Gruppe ansprechen. Sie wissen, Grigori Petrenko war Mitglied dieser Versammlung, anerkannter Berichterstatter und ist Ehrenmitglied. Er ist seit fast 2 Jahren angeklagt in Moldawien wegen friedlichen Protesten gegen die Oligarchisierung des Landes und soll am Mittwoch übermorgen zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Viele Mitglieder dieser Versammlung haben ihn besucht. Und unser Eindruck ist, dass wir hier von politischen Gefangenen in Moldawien sprechen müssen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Möchten Sie ein Premierminister sein, der politische Gefangene in seinem Land hat? Eu nu pot să confirm statutul de deținut politic, pentru că în Republica Moldova cel puțin also, nu se operează și nu se percepe. Häftling ist? Nein, das ist er nicht. Noțiune, das ist er nicht. În, fie că in der Republik Moldau. Petrenko, fie că vorbim de alte cazuri care da haben wir diesen Begriff nicht, ob das jetzt den Fall von Herrn Petrenko betrifft oder jemand anderen. Bei uns gibt es keine politischen Gefangenen. Ich muss zugeben, ich kenne nicht alle Einzelheiten. Weder in diesem Fall noch in den anderen Fällen, die vor Gericht anhängig sind. Ich weiß, dass es da einige hochrangige Fälle gibt, die hier diskutiert werden und anderswo. Aber ich kann Ihnen auch sagen, es sind nur wenige, wenn man sieht, dass insgesamt 220.000 Rechtssachen anhängig sind vor den moldawischen Gerichten. Ich kann Ihnen eins sagen, wenn wir in der Republik Moldau die Korruption bekämpfen, als wir diesen Kampf begonnen haben, hat man uns vorgeworfen, wir hätten keine Fälle, wo hochrangige Beamte zum Beispiel verfolgt würden. Das war ein Vorwurf. Mit der Unterstützung des Europarats haben wir jetzt eine Strategie entwickelt für eine Reform des Justizwesens. In den letzten 1,5 Jahren wurden Dutzende von Staatsanwälten, von Richtern, ehemaligen Ministern, Vizeministern, Leitern von staatlichen Stellen strafverfolgt worden. Und es wurden Urteile verhängt. Und jetzt, nachdem wir das begonnen haben, wird uns vorgeworfen, dass wir selektive Rechtsprechung betreiben würden. Nein, also ich denke, das wird jetzt verwirrend. Einerseits sagt uns Europa, wir sollten die Korruption bekämpfen und das ist wiederum eine Vorbedingung für die Freigabe von Unterstützungsmitteln. Auf der anderen Seite auch vor der Verurteilung von Herrn Schur, Sie wissen, Herr Schur ist ja einer der Schlüsselspieler in diesem Bankenskandal. Ich habe einige Stimmen im Europäischen Parlament gehört, dass vielleicht Herr Schur als politischer Häftling zu bezeichnen sein könnte. Das ist nicht richtig. Also es gibt andere hochrangige Fälle. Ich spreche hier von einem früheren Premierminister, der verurteilt wurde. Nachdem dann die Gerichtsentscheidung publik gemacht wurde, sind alle Fragen plötzlich verschwunden. Es gibt jedoch ein Grundprinzip, das Prinzip der Nicht-Einmischung in die Judikative. Daran halten wir uns. Die Regierung mischt sich nicht ein in die Justiz. Wir warten ab, was die Gerichte entscheiden. Und danach, wenn notwendig und wenn angemessen, dann werden wir die Instrumente einsetzen, die uns als Regierung zur Verfügung stehen. Wir können zum Beispiel Gesetzesänderungen vorschlagen, um sicherzustellen, dass die Republik Moldau ein Land wird, das eine unabhängige Justiz vorweisen kann.